So, Marc Bellinghaus hier mit ein paar News, beziehungsweise Old News, aber sehr, sehr immer noch interessant. Da steht nämlich unter Antenne Münster im Internet: Kahlschlag im Theater am 23.11.21. Beschäftigte des Theaters. So, jetzt werdet ihr ja sehen, ich zeige euch das. Kahlschlag im Theater. Mit dem Wechsel der Intendanz im nächsten Jahr werden viele Verträge von SchauspielerInnen und anderen nicht verlängert. Das hat sie das Recht dazu, das darf sie, diese Frau hier. Aber was sie vergessen hat, beziehungsweise absichtlich getan hat, in der Höhe von Corona, und wir alle wissen, was wir alle erlebt haben in und durch Corona. Es war eine Ausnahmesituation. Und diese Frau hat es einfach ihre Macht ausgenutzt, hat die Leute rausgeschmissen, Beschäftigte des Theaters, bla bla, könnt ihr gerne gucken, Antenne Münster, Kahlschlag im Theater. Diese Frau sollte sich zu Dreck schämen und schon mal ihre Koffer packen, weil egal, wie am 17. die Verhandlung ausgeht, sie muss ab.